Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es wieder mal um einen Mount aus dem MOP Remix und zwar haben wir hier diese schöne Wolkenschlange. Das ist einmal ein Recolor vom Elegon Mount und das schimpft sich einmal Schlange des Astralkaisers. Dieses können wir während des Panda Remix Events erhalten, das vom 16. Mai bis einschließlich hier zum 20. August geht. Und wenn ihr innerhalb des Events ein paar Achievements erwirtschaftet, könnt ihr euch das Mount hier erspielen. Dafür gehen wir einmal in unser Achievement-System und dann unter Remix Pandaria. Und hier haben wir dann gleich im Überreiter einmal den Erfolg Tal der ewigen Blüten. Und dafür gibt es dann quasi die Schlange des Astralkaisers. Und hierfür müssen wir ein paar Achievements absolvieren. Wir müssen aber nicht alle machen, denn hier steht drin, schließt zwei der folgenden Erfolge mit einem Zeitläufer ab. Zeitläufer sind quasi immer die Chars hier in dem Remix-Event. Und dafür können wir uns ein paar Sachen aussuchen. Das erste Achievement, was wir machen können, ist einmal Suche nach Gruppe Tal der ewigen Blüten. Und dafür haben wir verschiedene Aktivitäten, die wir erfüllen müssen. Und zwar Mogushan-Palast, das ist eine Instanz. Dann haben wir Scharlachrotes Kloster, Scharlachrote Hallen und Scholomance, das sind alles 5-Mann-Instanzen. Lediglich eine davon ist quasi hier im Gebiet, aber ich denke mal, Blizzard hat die anderen nirgends untergebracht, deswegen haben sie es halt einfach in das Achievement mit reingepackt. Die können wir natürlich einfach hier über den Dungeon-Browser anmelden, wenn dann random oder natürlich auch hier spezifisch. Und dann haben wir noch Schlachtzugsbrowser, Terrasse des endlosen Frühlings ist es, glaube ich, oder wie heißt die ausgeschrieben? Genau, endlose Frühling. Und das könnt ihr auch einmal hier anmelden, indem ihr hier einmal die Terrasse anmeldet. Genau, ihr könnt es natürlich auch in einer höheren Schwierigkeitsstufe laufen, also im Normal oder auch im HC. Genau, das ist die erste Geschichte, die ihr absolvieren könnt. Dann haben wir zwei Ruffraktionen, einmal der Goldene Lotus. Das ist eine Ruffraktion, die ihr hier auf Ehrfürchtig bringen müsst. Ruf für den Goldenen Lotus könnt ihr ebenfalls im Tal der ewigen Blüten erwirtschaften. Ihr seht es hier auf der Map. Da haben wir hier dieses Symbol und zwar helft dem Goldenen Lotus. Da gibt es tägliche Quests, die könnt ihr abschließen, um den Ruf zu farmen. Ich habe es tatsächlich über diese Kriegshetzer gemacht. Die gibt es ja hier an mehreren Spots in der Schreckensöde, im Tonlong, im Jadewald. Und die droppen so Ruftokens. Ja? Ich habe die beim Rüberfliegen immer mal wieder gesehen, die umgehauen, habe genug Ruftokens gekriegt, ohne dass ich eine Daily da gemacht habe. Aber ihr könnt natürlich auch die Daily machen. Der Ruf ist ein gutes Stück erhöht hier im Panda Remix. Dann haben wir gleich noch eine zweite Ruffraktion, die wir angehen können. Und zwar haben wir hier noch die himmlischen Erhabenen. Das ist eine Ruffraktion, die hat auch Dailies. Und diese Dailies seht ihr auch immer auf der Map, die sind an verschiedenen Orten. Und zwar manchmal sind sie hier unten, manchmal sind sie hier im Jadetempel. Also die sind immer an unterschiedlichen Spots. Es gibt für die Fraktion immer aus dem Schrein, je nachdem ob ihr Horde oder Allianz seid, eine tägliche Quest, wo ihr quasi an den Spot hingeführt werdet, wo an dem jeweiligen Tag die Quests für quasi die Fraktion sind. Die ein paar Mal machen und dann habt ihr quasi auch den Ruf. Alternativ könnt ihr halt immer auch schauen, wo quasi der Mark ist für den jeweiligen Tag. Genau, so viel zu der zweiten Fraktion, die habe ich glaube ich jetzt mittlerweile auch schon fast auf Max. Ja, fehlt mir nicht mehr so viel. Alternativ könnt ihr bei den Fraktionen auch immer geringe Amulette des Glücks abgeben, die ihr von verschiedenen Mobs und Events bekommt, um dann jeweils, glaube ich, 500 Ruf sind. Also da könnt ihr euch dann aussuchen, bei welcher Fraktion ihr das abgeben wollt. Und dann haben wir theoretisch noch ein letztes, was wir machen können. Und zwar flüchtige Feinde, Tal der ewigen Blüten. Und dafür müsst ihr einfach nur Rares umklatschen. Und zwar sind es Rares, die hier im Tal sind. Da sind insgesamt 8 aufgezählt. Und in dem Tal gibt es aber wesentlich mehr. Ich weiß jetzt nicht, warum es ausgerechnet diese Rares sind. Ja, da kann ich euch empfehlen, mit Handy-Notes kann man sich die relativ schön anzeigen lassen auf der Map. So habe ich das tatsächlich gemacht. Gibt aber auch viele weitere Add-ons, die euch die Rares anzeigen lassen. Einfach ein paar Mal drüber fliegen, ein paar Rares umhauen und dann sollte das auch ziemlich schnell gegessen sein. Juti, und das waren jetzt die 4 Erfolge, die ihr machen könnt. Wie gesagt, ihr braucht nur 2 von den ganzen. Also ihr könnt auch einfach sagen, ich mache nur die beiden Ruffraktionen. Und dann seid ihr quasi auch schon durch mit dem Spaß und habt euer schickes Mount. Wir gucken es uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Ihr seht, das sieht quasi genauso aus wie das Elegon Mount, bloß in Goldgelb. Und zum Vergleich schauen wir uns hier das Elegon Mount noch an. Das ist quasi das Mount, das wir aus dem Mogushan-Gewölbe bekommen. Und zwar, von
Elegon aus der Kiste. Damit sind wir tatsächlich durch mit einem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.